Herzlich willkommen bei diesem Capstone-Video zur Integralrechnung. Das Thema sind Stammfunktionen. Bezeichnenderweise heißt auch das Beispiel Stammfunktion. Lies es dir bitte in Ruhe durch. Pausiere am besten dafür das Video. Unsere Aufgabe ist es also, eine bestimmte Stammfunktion der Funktion f von x ist gleich e hoch 2x zu finden. Grundsätzlich hat diese Funktion unendlich viele Stammfunktionen. Diese unterscheiden sich aber nur durch eine additive Konstante. In einem ersten Schritt reicht es also aus, eine Stammfunktion von f von x zu finden. Dazu nutzen wir unser Wissen über Integrieren und Differenzieren. Das Integrieren ist das Gegenteil des Differenzierens. Es gilt also für jede Stammfunktion, dass ihre Ableitung wieder die ursprüngliche Funktion f von x ergeben muss. Wenn wir e hoch 2x integrieren bzw. differenzieren, ändert sich kaum etwas an der Funktion. Die natürliche Exponentialfunktion e hoch x ist die einzige Funktion, die identisch ist mit ihrer Ableitung bzw. bis auf die additive Konstante mit ihrer Stammfunktion. Wenn wir also nun e hoch 2x probeweise differenzieren, erhalten wir bei dieser zusammengesetzten Funktion einerseits wiederum e hoch 2x, aber multipliziert mit der inneren Ableitung von 2x, und zwar 2. Wir haben also auf der rechten Seite bis auf die Konstante 2 unsere gesuchte Funktion klein f von x und auf der linken Seite mehr oder weniger schon unsere Stammfunktion. Wenn wir die gesamte Gleichung durch 2 dividieren, muss also eine Stammfunktion von e hoch 2x halbe sein. Und nachdem sich alle Stammfunktionen nur um eine additive Konstante unterscheiden, muss im Ausdruck e hoch 2x halbe plus c auch die von uns gesuchte Stammfunktion enthalten sein. Diese Stammfunktion geht nun durch den Punkt 0, 1. Also setze ich schlicht und einfach für x ist 0 und für y, für den Funktionswert, 1 ein. E hoch 0 ergibt 1. Wir erhalten also ein halb von diesem Ausdruck plus c und der Funktionswert soll 1 ergeben. Diese Gleichung ist elementar lösbar, c ist also ein halb. Die von uns gesuchte Stammfunktion ist also zusammengesetzt e hoch 2x halbe plus 1 halb. Und das ist in unserer Liste von möglichen Lösungen genau die Funktion 4. Und damit ist das Beispiel gelöst.